Herzlich willkommen zurück zu unserem Pokémon Worldwide 2 Eclog. Hi! Ich habe gerade Ryan nach hinten gesetzt, weil Ryan hat hier so ziemlich das größte Problem, dass es die Elektrolythülle ist. Hier gibt es viele Elektro-Pokémon und die sind nicht gerade nett zu Ryan. No. Wir gehen hier natürlich erstmal durch. Wir werden hier mit sehr vielen Trainern kämpfen. An sich würde ich ja echt sagen, ach komm, das lassen wir aus, ne? Ja. Ach, das Problem ist, wir spielen hier Worldwide. Also wir spielen hier auf jeden Fall einen Draiano-Hack. Ja. Auch wenn diese Pokémon gerade extrem gering sind, ich war mir gerade echt nicht mehr sicher, ob Smogon Schwebe kriegt. No. Okay, bei dir bin ich mir sehr sicher, dass du nicht Schwebe kriegst, aber ich weiß auch, dass du explodierst. Und Lichtschilder absetzt, die eigentlich egal sind. Ich habe trotzdem riesige Angst vor Elektrobällen. Oh. Nidoqueen. Ich habe gerade schon so für einen kurzen Moment gedacht, ach komm, holen wir doch mal Nightmare rein, weil irgendwie sind die Level... Ich weiß nicht, entweder hat Draiano hier nicht aufgepasst, aber irgendwie ist die Gitarristin von den Leveln her eher in der Richtung der normalen Level, ne? Irgendwie schon, ne? Yay, wir haben das Fokusband gekriegt. Yay. Das nicht so gut ist wie der Fokusgurt. Wow, in Final Fantasy 14 kannst du Yuna nachstellen. Der nicht so gut, ja. Fokusband ist ja nicht so gut wie der Fokusgurt, denn Fokusgurt ist ja so, dass der immer funktioniert, wenn man volles Leben hat. Okay. Und dann ist es halt so, wie man es da macht. Ja. Wenn man einen One-Hit kriegen würde mit vollem Leben, überlebt man mit einem Schlag. Okay. Der ist auch nebenbei, jetzt letztens ins Pokémon-Kartenspiel geschafft hat in der neuen Set. Toll. Ich glaube wirklich, irgendwie hat Draiano hier nicht aufgepasst und keine Ahnung, irgendwie sind alle nur Level 33, ne? Ja. Wenn wir uns da überlegen, Team Bitchface war schon Level... Ja. 37, 38, ne? Mhm. Und Turner war so Level 40. Also klar, dass sie jetzt hier nicht an direkt so an Turner, wobei doch direkt an Turner rankommen, das wäre so typisch Draiano-Hack, ne? Na. No. Okay, war schon nicht schlecht, Nightmare. Ach toll, Konfusstrahl. Jetzt wird Nightmare sich selber schlagen. Nein. Oder auch nicht. Yay. Er benutzt Takedown, das sollte Nightmare eigentlich noch locker überleben. Aber jetzt wird Nightmare sich selbst schlagen. Oder auch nicht. Ich sollte mehr Vertrauen in Nightmare setzen, glaube ich. Nein. Doch. Nightmare zeigt uns einfach, dass es ein tolles Pokémon ist, das alles schaffen kann. Nein. Das sage ich so lange, bis es im nächsten Arena-Kampf stirbt. Ja. Ich will den nicht bewegen. Jetzt lass mich zur Seite, danke. Nein! Max Repel, denn so ziemlich die Pokémon-Kämpfe werden wir hier außen vor lassen. Ich habe nämlich irgendwie vor, in diesem Part hier durchzukommen. Ach echt? Ja. That's what you wanna do? Ja. Das ist so ziemlich mein Ziel. Sure? Oben lang können wir ja nicht entlang, das heißt, wir müssen hier über diese hübsche Brücke gehen und Repel ist ausgelaufen. Nein. Oh nein, Moment. Moment. Nein. Nein. What? Ach nee, Moment, puh. Ich war gerade der Meinung, dass Akromas hier auftaucht, weil der hat ja eindeutig so wie Akromas gesprochen. Oh. Nebenbei, ich hatte ja auch gesagt, so beim letzten Mal, deswegen sehen wir auch, dass Julia auf Level 46 ist. Ich bin halt wieder in Pokégen gegangen und habe alle Level genauso angepasst, wie sie sein sollten, wo ich aus Versehen Sonderbonbons benutzt habe. Ja. Nur so nebenbei, das habe ich halt so zwischen den Episoden gemacht, ne? Okay. Nur damit ihr es alle wisst. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir gucken uns hier auch öfters mal noch ein bisschen mehr um, denn ich glaube, wir können noch einige praktische... Oh mein Gott, ein Dreierkampf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil. Oder? Ja, relativ, ne? Ja. Ich wünschte gerade, Julia hätte Telepathie. Surfer kann ich nicht einsetzen, Bulldoze kann ich nicht einsetzen, Earthquake kann ich nicht einsetzen. Moment. Das ist sehr riskant. Zu riskant. Hm?
Ich muss erst das, ich muss sowieso erstmal das, Kronjuwelt wegkriegen, ne? Ja. Ich habe gerade überlegt, auch ich könnte ja in Ryan wechseln. Ne? Mhm. Nur ist da ja das Problem, ja, dass sowohl das Aquana als auch das, als auch das Kronjuwelt sind da doch relativ gefährlich. Und, ja, das Kronjuwelt ist eigentlich für... Oh, Mann. Aber wir wissen auf jeden Fall schon mal, es ist schneller. Oh, oh. Oh, nein, Juans Ability. Oh, nein. Wird. Oh, Mann, ich hätte auch gerne Wally Water. Okay. Echt? Hättest du? Ja. Warum? Ryan, wie hoch ist deine Spezialverteidigung? 106. Nur mal bitte so als Vergleich. Julia? 120, ja. Aber ich glaube, Ryan kann den nehmen. Warum ist der plötzlich auch so ein hohes Level, ne? I don't know. Okay, wir wissen, dass Tommy schneller ist, ne? Ja. Das heißt, Tommy kann das Kronjuwelt angreifen. Ich krieg's hier echt aus, weil ich einfach das Problem habe, ich kann kein, keine Bodenattacke benutzen. Ja. Weil ich kann keine Attacke benutzen, weil ich sonst Julia schade und im Zweifelsfall stirbt sie, ne? Ja. Und genau das wollen wir nicht. Das sollte, ja gut, seit Pokémon weg, bleibt nur noch Aquana. Aquana könnte eine leichte Gefahr werden, vor allem weil es Eisstrahl hat. Ne? Ja. Ryan hat das relativ gut eingesteckt. Ich glaube, ich versuche Aquana einzuschläfern. Ja. Und ich versuche das Aquana anzugreifen. Ach, ich wünschte gerade, Ryan wäre auf der anderen Seite. No. Aber ich hätte dann echt Angst vor dem... Ich hätte riesige Angst vor dem, haben wir eigentlich einen Pokémon mit Flugangriff? Ich hätte riesige Angst vor dem Eisstrahl. No. Nee, okay, ich muss mit Juan ins Leere. Oder ich kann mit Juan eigentlich mal Ryan hochheilen, weil... Irgendwie habe ich Angst, dass Ryan gleich stirbt. Nein. Allen voran wegen einem, Eisstrahl. Habe ich irgendwie Angst, dass Ryan stirbt. No. Weil Ryan dann irgendwie doch nicht schnell genug ist oder der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass das Schlafpuder nicht funktioniert. Okay, das Schlafpuder funktioniert. Puh. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Hier kommt ja die Psychokinese. Aquana steckt die natürlich relativ gut ein, weil Aquana hält verdammt viel aus. Ne? Ja. Ist Aquana, es hält die verdammt gut aus, aber so ein Doppelangriff wird selbst Aquana nicht aushalten. Und ja. Komm, Magical Leaf auf irgendeine leere Stelle. Ne, Aquana hält nicht mal mehr den Bugpass aus. Wuhu! Okay, haben wir den Kampf geschafft. Ich habe echt immer Angst vor Dreierkämpfen. Echt? Weil du die nicht so gut hinkriegst oder warum? Wir haben in letzter Zeit, wir haben in Worldwide immer in Dreierkämpfen Pokémon verloren, wenn du dich erinnerst. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ach, verdammt. Ja. Okay, ich gehe nochmal runter. Nochmal hoch. Aha. Den unteren 10 muss ich verschieben, genau so. Dann kann ich nämlich hier entlang. Und Pokéball! Yay, Magnet. Wir haben einen Magneten! Ich wollte schon immer einen Magneten. Jetzt kannst du magnetische Pokémon anziehen. Der erhöht, glaube ich, den Elektroschaden. Ist an sich ein scheiß Item. Ach so. Okay. Da, Nugget Man und Nugget Boy. Die geben uns Nugget und einen Riesen-Nugget. Yay! Woo! Ich mag die beiden. Die geben uns Geld. Yeah, das ist gut. Nur das Riesen-Nugget kann man, glaube ich, nur so doof eintauschen. Echt? Glaubst du? Ja. Ich weiß es nicht. Okay, hier haben wir die Aroma-Lady. Aroma-Lady? Ja, das ist so eine Aroma-Lady. Die sehen immer so aus. Ja, und ich weiß nicht. Ich finde die voll hübsch, okay? Die hat uns da so eine spezielle Mission und hier hinten... Hier muss doch irgendwas sein. I don't know. Die würden das hier nicht machen, wenn hier nicht irgendwas wäre. Stimmt auch wieder. Stimmt auffallend, Schatzi.
Ich kämpfe erstmal gegen den Pokémon Ranger. Okay. Weil ich dachte mir, ja gut, dann werden wir in dieser Episode einfach mal... Oh mein Gott, er startet mit Tropius. Oh mein Gott, er startet mit Tropius. Oh mein Gott, das boppt unser ganzes Team. Hi Tropius. Ich finde Tropius irgendwie cool. Oh, und ich hätte hier Julia hochheilen sollen. Hast du nicht getan? Komm Julia, Leaf Blade, das steckst du ein, das steckst du ein. Schatz, wieso heilst du deine Pokémon nicht hoch? Okay, ich heile jetzt lieber mal Julia hoch. Ja, ich habe irgendwie nicht dran gedacht. Und das Problem ist, wenn ich in AJ gegangen wäre, ne? Ja. Wer sagt mir, dass er nicht doch irgendwie eine Luftattacke einsetzt, weil er vielleicht den Switch vorausgesehen hat? Ne? Ja, okay. Ah. Okay. Psychokinese, Julia, töte. Du musst dieses Tropius töten. Komm, es ist nur Tropius. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, so eins dieser Pokémon, das Rayano richtig gut gemacht hat. Ach, echt? Ja, einige Pokémon wie beispielsweise Botogil oder Sonnenkern, die Weiterentwicklung. Sonnenflora, ne? Sonnenflora, ja. Sind richtig gut in diesen Hex. Was? Ja. Deswegen verstehe... Die sind doch sonst so... Ja, scheiße. Ja. Deswegen verstehe ich auch persönlich nicht, ne? Ja. Warum Hohenweisel das ja wirklich, minder gut ist, ne? Ja. Warum das keinen Buff gekriegt hat. Weil ich meine, selbst hier Smetbo hat einen Buff gekriegt. Echt, Smetbo? Ja, deswegen benutze ich es ja. Oh ja, stimmt. Deswegen, das verstehe ich so gar nicht. Warum? Warum? Okay, wir haben Pokémon Ranger Lewis gehalten. Diesmal werde ich daran denken. Ja, nicht geheilt, gekämpft. Ja, wir haben gekämpft. Nein, wir haben ihn geheilt. Wir waren voll nett, wir haben ihn geheilt. Ja, total. Ich meine, wir sind hier plötzlich in Pokémon Ranger gelandet und müssen jetzt die Leute, die Ranger heilen, ne? Nein, wir müssen die Pokémon mit Kreisen fangen. Ey, das macht echt Spaß, okay? Der einzige Grund, warum man Pokémon Ranger spielen würde, wäre das Manaphy-Ei. Ich finde Pokémon Ranger echt gut. Es macht Spaß. Außerdem ist es sogar gar nicht mal so leicht, okay? Das ist trotzdem eher meh. Ist das nicht meh? Okay, ich glaube, ja, ich kämpfe erstmal oben gegen den Doktor, weil dann kann er uns heilen, ne? Ja, es ist eben halt untypischer, aber ich meine, dafür sind Pokémon Ranger und Dungeon... Mystery Dungeon. Da, sie sollen ihm halt nicht so Pokémon-typisch scheinen. Ja, die sind auch echt nicht so doll. Weißt du, was ich echt... ich habe so einen ROM-Hack gefunden, den ich aber nicht spielen will, weil wir dann schon wieder einmal spielen, ne? Pokémon Pitch Black und Pure White. Ne? Okay. Und der hat es auf jeden Fall so gemacht, dass die Doktoren hier richtig schlimm werden. Echt? Ja. Dass es wirklich so ist, du musst dir überlegen, will ich wirklich von denen geheilt werden, weil die sollen richtig schwer sein. Ernsthaft? Ja. Okay. Hier haben die ja meistens immer nur so Hightaira oder so. Die sind meistens nicht wirklich schwer, sondern nur verdammt nervig. Okay. Weil ich meine, so ein Mimi... Oh, wie heißt nochmal? Schrumpfer? Minimize? Ich weiß nicht mehr, wie das Deutsch heißt, ne? Ja. Chanera, das ist ja jetzt echt nicht... Minimize? Was? Minimize, ja. Irgendwie, wie es kleiner wird. Ach so, nee, Mimikry war das nicht. Nee. Mimikry ist ja hier diese Kopie. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall damit, dass du den Fluchtwert erhöhst, ne? Ja. Die sind ja jetzt echt einfach nur nervig und nicht schwer. Ja. Aber... Da sollen die dann wirklich so Pokémon haben, die richtig stark sind, richtig schwierig sind, dass es dann wirklich eher ein Massaker wird. Okay. Ich weiß jetzt nicht, weil ich das hab. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich will irgendwann mal wirklich hier dieses Pitch Black und Pure White auch schon allein, weil das relativ lustig ist, da man die Arena-Leiter verändert hat. Cool. Das war das, wo die ganzen Arena-Leiter genderbändert sind. Das finde ich cool. Das also, wo alle männlichen Arena-Leiter Frauen sind und alle weiblichen Arena-Leiter Männer sind. Und man dann quasi so eine weibliche Version von Turner und sowas hat. Oh, das finde ich cool. Das muss ich sehen.
Natürlich hat er genau das eine Pokémon, das Tommy bobbt. Und ich sage gerne bobben. Da die Power Whip hätte Tommy echt nicht. Oh mein Gott, war das ein Crit? Das war ein Crit. Ich wusste, dass es ein Crit war. Oh. AJ, töte! Ich wollte gerade sagen, kriegt das Vieh Robustheit, ne? Ja. Dann fällt mir ein, ich hatte auch gerade Angst vor den Eisenstacheln, ne? Es kann nicht gleichzeitig Eisenstacheln und Robustheit haben. Are you sure? Ja, es kann nicht gleichzeitig zwei Fähigkeiten haben. Fuck, ich habe Morbom jetzt. Noch. Ja. Heil mich mal bitte wieder. Meine AJ hat so viel Schaden genommen. Okay. Weiter, da hinten. Fuck, ich habe echt einen Morbom. Ah, fuck. Oh, die sieht aus wie eine Forscherin. Oh, ich will ein bisschen Nightmare trainieren, weil ich... Forscherin? Ja, die haben doch gerne mal hier Somnivora und so dabei, ne? Glaube schon, ja. Oder bilde ich mir das ein? Nee, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sie sehr gerne solche haben. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Er hat ein... Tanzer. Tanzer, genau. Genau das Pokémon, was ich jetzt nicht sehen will, weil es ist Käfer. Das kann zumindest Käfer attacken. Ja. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, aber die Weiterentwicklung von Stelka ist Käferstahl, also es ist wahrscheinlich Käfer. Müsste Käfer sein, ja. Soll ich nachgucken? Nee, ist ja auch egal, es ist tot. Okay. Es ist tot. I don't care, es ist tot. Okay, Rossana, Rossana, Rossana. Rossana. Ja, ich habe gerade überlegt, komm, lass mal Ryan rein, ne? Aber oh, wenn Rossana doch den Bugbuzz überlebt und Ryan Rossana dann einen Eisstrahl... Ist Eis. Ja. Oder das, ja, da kann ich lieber auf Julia gehen, die nicht sterben sollte und einen Spukball loslassen, ne? Ja. Der tötet. Ich hatte echt nur Angst, dass Rossana doch noch irgendwie den Bugbuzz überlebt. Hier haben wir jetzt den Stahlkäfer. Forstelka. Oh. Kriegt Forstelka Robustheit? Ich hab grad Angst. Oh, ich hätte eigentlich auch Nightmare reinwechseln können. Na egal. Also ein Rossana. Scheiße, hat Robustheit. Weh, du gehst Explosion. Okay. Totomize. What? What? Totomize. Das ist so ein geiles Wort. Das ist so ein Scheißwort. Nein, Totomize ist so ein geiles Wort. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Attacke auf Deutsch heißt. Automatisieren oder so, ne? Ja. Aber es klingt so gut. Totomize. Okay, komm, ein Kusilla. Ein Kusilla wird Nightmare ja wohl schaffen, oder? Nein. Es ist zu süß. Es ist so süß. Das kann Nightmare nicht ausstehen. Ja, das sehen kann wir. Nightmare nicht schaffen. Nightmare hat das Kusilla vernichtet. Okay. Okay, wir sind, glaube ich, fast durch. Hier unten ist, glaube ich, noch ein Item. Jupp. Ich hasse das immer, wenn du aus Versehen gegen die Steine rennst, ne? So, wir könnten gleich noch nach da links runter. Das hebe ich mir, glaube ich, wenn fürs Grinding auf. Na gut, was willst du? Okay. Irgendwas. Kein Bock. Ich habe gerade echt keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Oh. Wobei, es ist die letzte, ne? Ja, komm. Es ist die letzte. Komm, die machen wir noch. Ja, ja. Komm, die machen wir noch. Die schaffen wir noch, ne? Ja. Mary schaffen wir noch mit 4 Pokémon. Oh nein! Oh, Moment, stimmt. Ich wollte gerade sagen. Warum haben die alle Pflanzen-Pokémon vorne, wenn ich gerade... mein Sumpex vorne hab und dann fällt mir ein. Oh, Moment, ich habe jetzt Nightmare vorne. Yay. Mm. War Biss das mit dem Flinchen? Egal, wir kriegen jeden Crit. Ja, Biss kann flinchen. Okay, ich bring das nämlich immer durcheinander, was flincht und was die Verteidigung senkt. Biss kann flinchen. Biss ist hier, dass das Pokémon dann nicht angreift. Okay, okay. Ich bring das nämlich immer durcheinander.
Okay, ein Crit wird nicht töten. Dann ist alles gut. Und damit hast du ein Hubbellupf besiegt. Ist doch, glaube ich, Hubbellupf, oder? Ich hab grad nicht hingeguckt. Jumplove, nee, Hubbellupf war die erste Entwicklung. Ach, egal. Oh nein! Wie sah es aus? War es grün? Nein, das war das Blaue mit den weißen Bömmeln. Frag mich nicht. Die Löwenzahnblume. Ach, das war Papunga. Ach ja, genau. Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, ist dieses Flamara schnell. Dann fällt mir ein, ach scheiße, Sumpex langsam, ne? Ja, Sumpex ist scheiß langsam, Schatz. Ja. Mega Sumpex wird ja dann durch Swift Swim ja sehr viel schneller. Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, Jan Mega. Ich könnte natürlich mit Tommy, glaube ich, drinnen bleiben, aber komm, AJ. Auch wenn ich lieber eine Gesteinsattacke hätte. AJ schafft das. Jan Mega. Ich finde Jan Mega toll. Weißt du, woran ich... Weißt du, wenn irgendjemand mal so ein Pokémon-Quiz machen würde, ne? Ja. Ich glaube, ich würde ja mega, sagen wir mal, auf einem Bild oder so erkennen. Weißt du, warum? Hm. Ich weiß, wie es heißt, schon allein, weil du ständig davon redest. Ha, das wäre so cool, wenn es eine Mega-Entwicklung zu Jan Mega gäbe. Dann hieß es Mega-Jan Mega. Ja! Dadurch weiß ich schon immer, dieses Pokémon heißt Jan Mega. Ey, das bleibt mir direkt sowas von im Gedächtnis. Das ist schlimm. No. Aber irgendwie auch eine geile Eselsbrücke. Ja, aber ist doch mal voll geil. Mega, Jan, mega. Ja, von mir aus. Trotzdem. Ganz ehrlich, rein theoretisch muss man echt, wenn man sich ein Jan Mega macht, dem muss man den Spitznamen erstes Mega geben. Aha. Das war das erste Mega-Pokémon. Ja, es hat als erstes im... Ja, okay, stimmt. Ja. So, wir haben es durch die Höhle geschafft, hat natürlich einige Zeit gedauert. Im nächsten Part werden wir dann, glaube ich, erstmal... Oh, ich habe Angst vor dem Typen da oben. Im nächsten Part werden wir, glaube ich, erstmal den, die Himmelsruine da hinten durchlaufen. Ja. Weil wir müssen ja sowieso dort Professor Etche rausholen. Diesen Himmelsturm, ne? Wenn natürlich auch ein paar neue Pokémon fangen, das wird schon wahrscheinlich sehr lange dauern. Wir sehen uns hoffentlich dann das nächste Mal wieder. Wenn euch dieser Part gefallen hat und ihr habt es noch nicht getan, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein, abonniert den Kanal, wenn ihr es auch noch nicht getan habt, dann wisst ihr, wann das nächste Mal ist und bis dann. Bye.